Sie haben jetzt davon gesprochen, Herr Drosten, dass wir eine anekdotische Zahlengrundlage haben, also jetzt nicht wirklich Wissen haben. Da die Frage, woran mangelt es derzeit, um aus diesem anekdotischen dann tatsächlich Wissen zu schaffen? Und wie viel wird momentan sequenziert in Deutschland? Wie viel Prozent und wie viel müssten wir? Und dann die Anschlussfrage, Sie haben von 100.000 Neuinfektionen gewarnt, die möglich wären. Wie anekdotisch ist diese Berechnung und können Sie diese Prognose einmal erläutern, wie Sie darauf kommen? Also es ist bei der Sequenzierung so, dass es keinen gegebenen Wert gibt, der sequenziert werden muss. Da gibt es niemanden, der diese Regel aufstellt. Und Sie können sich das selber schon eigentlich erklären, wenn Sie sich klar machen, wie stark die Nachweisraten ja eigentlich schwanken, wie stark das Infektionsgeschehen schwankt. Da kann man also nicht zu irgendeinem Zeitpunkt sagen, so viel muss sequenziert werden. Alleine die langjährige Erfahrung, vor allem auch mit der Influenza, lehrt eben, dass eigentlich nicht sehr viel sequenziert werden muss, sondern sehr breitflächig sequenziert werden muss. Am besten in vielen Ländern, die benachbart liegen, sodass man also auch die räumliche Ausdehnung so einer Virusmutante gut verfolgen kann. Und jetzt ist es ja hier so, dass man sich vorgenommen hat, 5% der positiven Proben zu sequenzieren. Ich halte das auch für eine gute Schätzung, für ein gutes Augenmaß. Und der Grund, warum das jetzt gerade im Moment nicht ad hoc passiert, sind einfach logistisch-organisatorische Dinge. Das muss man einfach erstmal organisieren. Dann hatten Sie gefragt, ich glaube, das kommt aus einem Interview, das ich dem Spiegel gegeben habe. Das ist ein Szenario. Das ist also keine Berechnung oder etwas, sondern das ist etwas, das man natürlich in anderen Ländern auch beobachten kann, bezogen auf die Bevölkerungszahl, solche Zahlen, wenn dieses Virus eben nicht so stark kontrolliert wird. Und wir müssen uns eben, und das ist vielleicht wichtiger an diesem Szenario, wir müssen uns einfach klar machen, wenn jetzt in den nächsten Wochen und Monaten die Risikogruppen eigentlich durch die Impfung abgeschirmt sind, dann wird natürlich der Druck entstehen, wieder Maßnahmen zu beenden. Und dann wird es sicherlich bei unserer dichten Bevölkerung, bei unserer Bevölkerungszahl zu solchen Zahlen kommen. Das ist also etwas, wo ich nicht sage, ich warne jetzt davor, dass es 100.000 Infektionen gibt am Tag, sondern es ist ein Szenario. Man muss sich das mal klar machen, dass man da reinlaufen könnte und dass man eben nicht denken soll, sobald jetzt die Risikogruppen abgeschirmt sind durch eine Impfung, ist das ganze Problem beendet. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.